der Weißlauf wieder. Gut. Ich sollte auch mal unterwegs ein bisschen nach Tundra-Wolle Ausschau halten. Wäre nicht schlecht, denn die brauche ich ja. Ich weiß dann immer für was, aber ich brauche sie. ja. So, dann hier weiter. Hier ist im Grunde nichts. Nein. Hörst du mich noch? Verstehst du mich noch, Lydia? Was für ein Wasserfall. Nun gut. So, zu den Türmen und dann an den Türmen vorbei. Da liegt der Hirsch. Scheint noch in Ordnung zu sein, das Fell. Das Wildbrett auch. Nehme ich mit. Nehmen wir mit, ne? Genau. So. Na, mal schauen. Hochrottgar. Ja, wie kommt man hier rauf, ne? Ich schau mal, was überhaupt mein Hellsichtzauber dazu sagt. Ob wir überhaupt noch richtig sind. Scheint so, oder? Oder? Nein, wir müssten hier rauf. Anscheinend. Was sagst du, Lydia? Der beste Weg ist es, über ein Dorf, das du kennst, hier in der Nähe, dorthin zu gelangen. Nun gut. Nun gut, wenn du es sagst. Ja, dann ist mein Zauber doch nicht so das Wahre, ne? Na gut. Lydia? Du hast doch deine Waffe gezogen. Lydia? Lydia, wo bist du hin? Oh, mit einer Spinne legt sie sich an. Lydia. Daraus könnten wir uns ein Gift wiederherstellen. Hier in die Flasche füllen. Ja, das könnten wir gebrauchen. Sag mal, ist das da drüben nicht auch? Ziege? Vielleicht können wir es uns ja irgendwo braten. Ne? Ah, wir haben immer noch kein... Ich glaube, für das Zunderkästchen brauche ich diese Tundra-Wolle. Ja, das war's. So, ja, hier war doch ein... Wo war denn dieses Haus, was ich gesehen... Ah, jetzt habe ich immer noch keine Tundra-Wolle. Tja. Ich habe noch nicht drauf geachtet, so richtig. War hier nicht irgendwo ein Haus? Na gut. Dann war... Alter, vorne ein Fuchs. Und... Freund oder Feind? Wenn man es immer wüsste. Sag mal, ist es wieder der Kaschid? Tatsächlich. Mai liebt die Leute von Himmelsrand. Sie erzählen sich viele interessante Dinge. ihr seid auch überall. Ja... Maik hat einmal eine Schlammkrabbe gesehen. Ekelhafte Kreaturen. Ja, das stimmt. Die haben wir auch gesehen. Aber Moment mal hier. Wir schauen mal da drüben hin. Ist verlassen? Oder wohnt da jemand? Ich suche mal hier rüber zu kommen. Trockenen Fußes. Oder halbwegs trockenen Fußes.
Hier gibt es einige Ziegen. Was ist hier geschehen? Da drüben, ein altes Gemäuer. Baum. Ich denke ja, dass alles hier... Sieht nicht gut aus. Geht ja schon immer runter? Na komm. Vielleicht hat ja noch jemand überlebt, aber... Tja, nicht anzunehmen. Eine Werkbank. Komm ich da drunter? Komm ich da nicht drunter? Bleib ruhig drüben. Ein Buch. Wir haben Leute gelebt. Wir haben irgendwelche Leute gelebt. Ja, stell mir bitte nicht den Weg rum. Bitte nicht. Tja, Moment. Schauen wir mal, was in dem Haus war. Ein Schrein. Lydia, was ist das für ein Schrein hier? Schaust du mal kurz durch die Ritzen? Was? Ein Schrein der Dibella. Göttin, kenne ich nicht. Kannst du mir ein andermal erzählen, für was diese Göttin gut ist? Ja, dann, hier gibt es nichts weiter. Mal da oben in dieses Haus reinschauen. Ne? Wo war das? Moment. Moment, Moment, Moment. Hier drüben. Hier. Bücher. Ein Tagebuch von Gundling. Endlich heraus aus dem Sumpf von Bruma. Diese Nordstadt war mir zu zivilisiert, zu kaiserlich. Sie vergessen. An jeder Ecke kaiserliche Spitzel. Es war die beste Entscheidung, der Nord nach Himmelsrand zurückzukehren. Ich fand ein paar Truppen der Kaiserlichen entlang der Straße nach Weißlauf. Ich verfolgte sie eine Weile, stahl des Nachts ihre Pferde und ließ sie dann frei. Verdammt sollen sie sein, die sich als Herren von Himmelsrand aufspielen. Wer sich mit diesen verdammten Elfen einlässt, der sollte sich schämen. Als ich sie weiter verfolgte, stürmten plötzlich... Sturmwind lauf sie ein. Meine Axt, sie war sofort in meiner Hand und mit einem markerschütternden Gebrüll stürzte ich mich auf unsere blutsaugenden Herren. Ich war ein Berserker diesen Morgen und achtete nicht auf die Wunden, welche mir geschlagen wurden. Als wir dann die Leichen fletterten, fand ich die Landurkunde bei einem der Kaiserlichen. Was für ein Anblick! Mein eigenes Stück Land und in der Nähe ein verlassenes Gefängnis der Kaiserlichen. Welch ein Triumph in meinen Augen. Das Land liegt im Gebiet des Jarls von Weißlauf, der die Kaiserlichen unterstützt. Was soll's. Ich erkunde diese Tage das Gefängnis. Was für ein verfluchter Ort. Doch reich an Schätzen, wie es scheint. Meine Axt wühlte im verfaulten Fleisch der seelenlosen Kreaturen, die dort hausten. Doch irgendwann verließ mich meine Kraft und ich musste umkehren. Ich muss sowieso noch mein Haus fertigstellen. Dieser Riesenbaum steht meinem Schaffen im Weg, wirft nur Schatten und knarzt bei jedem Wind, dass mir Angst und Bange wird.
dass ihr mein Haus erschlägt. Meine Axt sollte Kleinholz aus ihm machen. Viel ist nicht mehr zu tun. Möbel sollte ich noch fertig zimmern und die Höhlen ausbauen. Dann ist es ein gemütliches Zuhause. Damit endet es. Was ist das? Holzkohle? Und endlich habe ich mich zur Ruhe gesetzt. Die Frage ist, was brauche ich für meine Konstruktion? Ah, für die Hauskonstruktion. Für das Grundgerüst? 16 Baumstämme, 9 Eisenbarren. Das Fundament und Grundgerüst sollte leicht zu errichten sein. Die Steine hier in der Gegend sind solide und schwer, das Holz geeignet. Das Haus selbst, 24 Bretter, 12 Eisenbarren. Nichts Ausgefallenes soll es werden, ein paar Bretter und Nägel. Und ich habe mein eigenes Haus. Aha, eine Anleitung. Eine Anleitung zum Hausbau. Tja, dann nehme ich mir mal die Axt. Hausbau. Das... Moment. Was ist denn das? Dieses offizielle Schreiben beglaubigt ihrem Besitzer das Landeigentum mit Erhalt dieser Urkunde. Dieses Dokument erlaubt den Besitz des Landes vom Beginn des Wasserfalls bis zum aufgegebenen Gefängnis an der Straße zwischen Weißlauf und Driften im Distrikt Weißlauf. Diese Urkunde wird bestätigt von der Kaiserlichen Kommission und der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Unterschrift Lentius Perreni, imperialer Offizier. Na Moment. Wenn wir jetzt, Lydia, wenn ich jetzt diese Urkunde habe, dann gehört mir doch dieses Land. Und das da drüben müsste das Gefängnis sein, das Verlassene. Und dann mit etwas Arbeit... Ich meine, ich sollte zwar zu den Graubärten. Wo sind die überhaupt? Hier oben. Oder hier oben. Ja. Ja, aber... Ich habe gesagt, wir brauchen ein Haus. Und das wäre hier ideal. Aber wir brauchen Eisen. Ne? Wir brauchen einiges an Eisenbahnen. Zumindest können wir schon mal diesen Baum hier vorträumen. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Das wäre schon mein Anfang. Würde ich mal sagen. Pass auf! Nimm dir... Pass auf, wir beide, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Lydia. Also. Wir werden hier rangehen. Ich fange hier mal an, die Äste erstmal... die Äste hier abzuhacken. Und dann... Ja, dann geht's weiter. Ja. Und du hilfst mir bitte. Ich bin ja dein Tarner, ne? Nein, ich bin dein Freund. Und ich würde gerne deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich will deine Hilfe in Anspruch nehmen. Gerne. Na dann, machen wir uns ans Werk. Lydia, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Der Baum ist weg. Wir haben unser Zelt aufgebaut. Ja, es ist ein bisschen klein. Wir brauchen unbedingt ein größeres Zelt demnächst, aber diesmal muss es klappen. Diesmal muss es einfach so gehen.
Dann, ne? Ich würde sagen, ich bin ganz erschöpft. Essen wir noch etwas und dann schlafen wir. So, tja. Aber ich kann mein Wildbrett nicht. Das wird dann wahrscheinlich doch wieder... Ich habe kein Lagerfeuer hier. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Aber die Kohlsuppe, die esse ich. Wildbrett dazu. Noch etwas Wasser. Hier, schneiden wir uns von dem Käse was ab. Na, Lydia, willst du auch was? Na, hier. So, und dann kriechen wir mal ins Zelt rein. Ja, es ist wirklich sehr eng. Äußerst eng. Na dann. Oh, so.